Der 17. Sparkassen-Beachcup auf dem Obermarkt in Frankenberg. Alles nur nicht gesegnet mit Sonnenschein. An diesem Finaltag am Sonntag. 3 Tage lang wurde hier bereits gepritscht, gebaggert und angegeben mit einem Novum in diesem Jahr. Das erste Mal wurden gleich 2 Beachvolleyball-Courts in die Innenstadt verfrachtet. Reichlich Sand braucht's zu einem Strand und reichlich Wasser. Aber auf den strömenden Regen von oben, da hätte jeder in Frankenberg gerne bei diesem A-Plus-Turnier verzichtet. Der Sand, ergo nass, schwer zu spielen, kräftezehrend. Dennoch, der Veranstalter zufrieden und der erläutert uns hier einmal den Stellenwert dieses Turniers. Ja, der Stellenwert drückt sich eigentlich darin aus, einmal, es ist die 17. Veranstaltung, es ist das größte Turnier in Hessen, das einzige A-Plus-Turnier seit Jahren. Wenn man sich anguckt, was wir für Teilnehmerfelder haben, Teilnehmer aus ganz Deutschland, allein in diesem Jahr sind wir mit 21 Teams da, die die deutsche Tour spielen, ist eigentlich der Stellenwert ja, ganz oben. Wir hätten Ihnen von Herzen gerne schöne Finalbilder von den Männern gezeigt. Da hatten sich Benedikt Dorand und Malte Stiel qualifiziert, sowie der Lokalmatador Paul Becker mit seinem Partner Jan Romund. Aber zu einem Finale kam es gar nicht mehr. Warum, verrät uns das Team, das bereits im Vorfeld des Finales aufgeben musste. Ja, ich habe mir diese Woche im Training den Oberschenkel, ja, also nicht gezerrt, aber ich habe muskuläre Probleme und wir dachten eigentlich auch, dass wir das Turnier gar nicht spielen können. Und jetzt haben wir es dann mit viel Salben und Medikamenten durch das Turnier geschafft, aber vor dem Finale wurde es dann leider so schlimm, dass es nicht mehr anders ging. 15 DVV-Punkte und die Siegertrophäe, also kampflos für Becker Romund. Aber das war doch klar, dass sie das Publikum nicht enttäuschen würden. Legten noch ein Einlagespiel für die Zuschauer hin gegen die Bronzemedaillengewinner bei diesem Turnier, Lars Lückemeier und Mirko Schneider. Die Turniersieger Paul Becker und Jan Romund im Interview. Ja, Gratulation erstmal zum Sieg an euch beide. Wie fühlt es sich denn für dich an, hier in deiner Heimat zu gewinnen? Ja, zu Hause ist immer ein ganz besonderes Gefühl. Es war vom Saisonzeitpunkt ein perfektes Turnier für uns, weil wir auch immer leichten Druck verspüren. Auch Jan ist schon eingebürgert. Wir wollen natürlich das Turnier immer gewinnen. Es ist jedes Jahr bombastisch besetzt und das ist uns jetzt gelungen und wir freuen uns da sehr, ja. Ist für euch der Sieg genauso viel wert, auch wenn der Finalgegner gar nicht angetreten ist, oder fühlt man sich da eher so wie... Ja, man hat zwar gewonnen, aber irgendwie auch nicht richtig, weil man ja gar nicht im Finale gewonnen hat. Nee, eigentlich nicht. Also natürlich hätten wir gerne noch ein Finale gespielt. Also ohne Frage, man spielt einfach immer gerne Finals, weil es hier bestimmt auch gute Stimmung gegeben hätte. Aber wir haben einen sehr, sehr guten Volleyball gespielt das Wochenende. Wir haben, ich glaube, den größten Willen gezeigt hier und dadurch haben wir, glaube ich, auch absolut, absolut verdient gewonnen. Und wir haben das Team, was wir heute im Finale gehabt hätten, haben wir auch heute Morgen schon geschlagen. Insofern werten wir das als vorgezogenes Finale und nehmen das als verdienter Sieger an. Bei den Frauen gab es dann aber noch den Hingucker. Ein sattes Finale gleich über die komplette Distanz, also 3 Sätze. Lisa Arnold und Leonie Welsch als Vertreter des deutschen Südens aus Baden-Württemberg nach Nordhessen gereist zu diesem Turnier. Die beiden mussten gegen das an Nummer 1 gesetzte Team ran, gegen Anna Behlen aus Strande und Jenny Heinemann vom Köpenicker SC Berlin. Die Favoriten lassen den ersten Satz liegen, 21-19 und damit 1-0 für die in Blau gekleideten Arnold Welsch. Zuschauern ausdrücklich erwünscht bei diesem A-Plus-Turnier in Frankenberg, auch wenn das so manch älteren Dame dann doch zu nass draußen war. Sie sah auf jeden Fall mit dem gesamten Publikum zusammen den Turnaround von Behlen Heinemann. Mit 21-17 geht der zweite Satz in die nordische Fraktion dieses Finales. Im Tiebreak dann die Trägerin der gelben Shirts mit dem längeren Atem mit 15-8. Geht auch der dritte Satz an die Favoritin, an Behlen Heinemann. Ball im Aus und das heißt 15-8, 1-2-1. Wir gratulieren zum Anna Behlen mit ihrem Erfolgsrezept. Es war ja ein 2-1-Spiel und im dritten Satz haben wir dann ein bisschen besser aufgeschlagen und dadurch die Breaks vorbereitet und dann doch relativ deutlich den dritten gewonnen. Das war ausschlaggebend. Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung in Frankenberg, aber eine Analyse, die fehlt noch.
Lisa Arnold erklärt, warum es im Finale nicht mehr ganz hingehauen hat. Also bei uns lag es wahrscheinlich an einem Quäntchen bis am Schluss, den die anderen zwei Mädels mehr hatten, weil unsere Block-Abwehr eben nicht mehr so gut war. Und wir hatten echt gute Aufschläge.